Willkommen zurück bei The Inner World, der letzte Windmönch. Ja, wir haben in der letzten Folge versucht, hier die Kochkäfer abzugühlen mit unserem schönen Einmachglas. Da ich mir aber irgendwie gedacht habe, dass das nicht ganz so wirklich funktioniert und wir jetzt wahrscheinlich die nächste halbe Stunde hin und her gerannt wären, habe ich mir einen Tipp geholt, was man mit diesen Kochkäfern machen soll. Und zwar... Hui! Nur die Tackernadeln haben überlebt. Genau, nur die Tackernadeln haben überlebt. Und jetzt können wir sie eigentlich direkt beim nächsten Mal abkühlen. Ich glaube, das heißt, wir hätten sie vorher gar nicht abkühlen können, weil die... Damit kann ich sie... Genau, weil wir sie halt noch gebraucht hätten, um das Brett ja, zu verbrennen. Das heißt, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. So, hier kommt ein bisschen Abkühlung. Oder? Sogar in einem mit abgekühlt. Okay, das heißt, hier haben wir die Tackernadeln. Das heißt, die können wir jetzt in den Tacker laden. Zack, zack. Geladen. Das heißt, damit fixieren wir jetzt einfach mal den Banner. Der ja bei den Wachen ist. Das heißt, die werden wir jetzt mal mit den Tackernadeln antackern. Ja. Kleiner Tacker, hier Banner antackern. Ich tacker das Banner mal fest. Genau. Gute Idee, dann fällt es nicht ab. Heil Emil. Zack, zack. Okay, das heißt, wenn wir jetzt wieder mit denen sprechen... Hey, ist doch... Danke. Ja, danke, Stift. Sollten sie es eigentlich zerreißen, glaube ich. Frage, was mir am meisten bringt. Jetzt ist es natürlich nicht gespannt. Ich glaube, wenn es gespannt ist, rede ich sie nochmal an. Also jetzt. Ihr beaufst. Ja, wir. Das passt. Jetzt genau, bewegen sie sich nicht mehr. Das Banner ist straff gespannt. Genau. Banner straff gespannt, das heißt, könnten wir jetzt vielleicht... Hey, was soll das werden? Ich muss sie erst irgendwie ablenken. Okay, wir müssen sie ablenken. Die gute Frau Schmitz. Wahrscheinlich das wird nichts bringen, ne? Hey, was soll das? Oh, oh! Okay, das heißt, wir müssen sie ablenken und dann können wir wahrscheinlich hier das Niespulver direkt auf Emil schießen. Kaum zu glauben, dass die Leute... Kann ich euch... Nein, die Leute fragen mich immer das Gleiche. Oh, und was? Warum tun sie mir das an? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Und der Klassiker, was machen sie in meinem Badezimmer? Oh, naja, vielleicht sollte ich einfach... Ja, vielleicht solltest du einfach. Ich fühle mich merkwürdig zu ihr hingezogen. Vielleicht habe ich ja einen bestimmten Typ. Ja, Beuteschema. Okay, hier ist der Ballon, aber... Das war doch jetzt... Das wird... Was mache ich jetzt genau mit ihr? Naja... Was genau tun wir jetzt? Das könnte Spaß... Okay, Windrad mit Lolli. Ach so. Okay, das heißt, sie ist jetzt hypnotisiert. So, jetzt kriegt keiner mehr was mit. Okay, Frau Schmitz ist, ja, hypnotisiert. Das heißt, wir könnten jetzt doch eigentlich... Ich könnte das Banner als Schleuder benutzen. Ja. Wenn ich Emil mit dem Niespulver treffe, erfahren alle, dass er eine Flötennase ist. Ja. Hey, Wachen! Bitte einmal die Lanzen gut festhalten. Hä? Du hast den Zivilisten gehört. Tu, was er sagt. Nein. Ups. Was war das? Ein Attentat! Ein Attentat! Findet den Verräter! Haltet die Augen offen! Oh oh. Schnell weg hier!
Problem. Okay, ganz ruhig, Robert. Plan B. Nein, nur Loser haben einen Plan B. Ich brauche einen besseren Plan A. Plan A 2.0. Ja, okay. Machen wir ihn jetzt. Okay, wir haben hier einen Lautsprecherschlauchende. Ich könnte Emil dadurch anpusten. Aber was sollte das bringen? Der Schlauch führt direkt zu Emils Rednerpult. Tja, hätten wir jetzt noch mal ein bisschen was von dem... Wenn man sein Trauma schon mit sich herumschleppen muss... Wieso ist das so schwer? Ja, können wir sie einfach in den Brunnenschacht schmeißen? Warum sollte... Ja, damit er weg ist. Was hilft ein Lautsprecher, wenn niemand... Okay, aber ich sag mal... Okay, da wird irgendein Lied stehen, was wir auf jeden Fall noch brauchen. Aber wir müssen erstmal schauen, wie wir das überhaupt hinbekommen. Heißt, wir werden jetzt mal... Tja, überlegen. Ja, noch was können wir tun? Nein, da... Okay, da müssen wir nicht mehr hin. Hier können wir wahrscheinlich auch nichts mehr machen, ne? Mal sehen. Außer allerlei auf... Okay, auch nicht mehr. Hallo noch? Oh! Können wir was mit ihm reden? Ach, hier, Noten. Ich habe unter dem Windbrunnen alte Noten gefunden. Oh, da werden Erinnerungen wach. Ich habe ewig keine Musik gemacht. Nicht. Ihr bekommt sonst Ärger. Ich sitze im Gefängnis und bin kurz davor, hingerichtet zu werden. Ich mache jetzt Musik. Okay. Was auch immer da unten gerade passiert ist. Haben wir das Lied jetzt auch gelernt? Nee. Haben wir nicht. Okay, warte mal. Können wir nicht dem Lautsprecher? Das könnte passen. Okay. Okay. Aber hier ist... Ah, da ist das Abflussrohr. Ich könnte... Nee, wir brauchen... Ich will ja nicht den anpusten. Da ragt ein Stück Lautsprecher heraus. Oboe? Ah, junger Freund. Ah, okay. Ich dachte schon so bei mir, die Stimme in meinem Kopf... Da will ich gar nicht hören, was sie sonst sagt. Ich hab's geschafft. Wirklich? Ich habe bis zuletzt gedacht, dass ich das Ganze nur geträumt habe. Okay. Was für ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Es ist das Einzige, an das ich mich noch erinnere. Tja, aber konnte er sich das jetzt merken? Nee, ne? Ballon, aber... Das könnte... Okay, wir machen das nochmal. Hallo nochmal. Was für... Ja. Was bringt es mir, den Kopf zu zerquetschen? Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, ich muss mir das Lied merken. Wow, der Steinstaub kitzelt in der Nase. Ah, oder okay. Ist es meine Conroy-Allergie? Okay, das ist Steinstaub, den können wir doch bestimmt da reinmachen. Darin ist der Staub sicherer aufgehoben. Okay, das heißt... Da
Das könnte funktionieren. Vorher müsste ich allerdings den Ballon aufblasen. Und los geht's. Eine bekannte Ära, Conroys Ära. Eine Ära der Ordnung und Regeln und Sicherheit. In der niemand von uns allein ist. In der niemand zurückgelassen wird. Conroy zu Ehren soll heute allen Flötennasen ein Ende gesetzt werden. Er möge wieder auf er... Er ist eine Flötennase. Ach du meine Nase. Ich wusste es. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Es funktioniert. Das ändert nichts. Gar nichts. Ich bin nicht wie Sie. Ich bin ein Asposer. Ein Konroyalist. Ihr müsst verstehen. Nein, nein. Ich bin auf eurer Seite. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Wache, schubst die Flötennase in den Brunnen. Oh nein, heute stirbt niemand. Flötennasen, spielt, was das Zeug hält. Auf mein Zeichen. Boxine. Du bist also Emil. Bist du derjenige, der Conroy ermordet hat? Oh, ermordet ist so ein hartes... Ja. Aber wenn du selbst eine Flötennase bist, warum hast du sie dann alle? Ich bin vielleicht mit Löchern in der Nase geboren worden. Aber ich habe mich dafür entschieden, normal zu sein. Mich an die Regeln gehalten. Ich habe eine Familie gehabt. Eine, die mich wollte, nicht ausgesetzt hat. Ach du meine Güte. Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Du wurdest nicht ausgesetzt. Meine Mutter hat mir immer die Geschichte vom Brunnenkind erzählt. Ein kleiner Junge ist vor Jahrzehnten in den Windbrunnen gefallen und nie wieder aufgetaucht. Die Dynastie ist weit in den Brunnen hinabgestiegen und hat dich jahrelang gesucht. Wir dachten, du wärst tot. Ich habe immer geglaubt, das wäre ein Märchen. Meine Mutter wollte nicht, dass ich auf dem Brunnenrand Seil springe. Ich wurde nicht ausgesetzt? Das erklärt diesen seltsamen Traum, den ich immer wieder habe. Ich träume, dass ich ein kleiner Junge bin und in einen Windbrunnen falle. Oh. Macht Sinn. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Wir sollten Box ihn... Wir werden ihn nicht umbringen. Er gehört zur Familie. Das stimmt nicht. Ich bin nicht wie ihr. Was sollen wir tun, euer Gnaden? Ich bin keine verdammte Flötennase. Ich bin normal. Bringt ihn zum Schweigen? Bringt ihn zum Schweigen. Hui, erster Befehl. Liebe Asmus, es ist an der Zeit, dass ihr die Wahrheit erfahrt. Es gibt keine fliegenden Windgötter. Die Basilen waren von Conroy gebaute Maschinen, um Angst unter den Leuten zu schüren. Und mit diesen Maschinen hat er die Flötennasen versteinert. Die Flötennasen beschwören diese Monster nicht. Sie beschwören den Wind. Sie bringen uns das Leben. Sie sind die rechtmäßigen Herrscher Asposiens. Der Verrückte hat recht. Das ist die Wahrheit. Darum habe ich beschlossen, dass in Zukunft ich die Regierung übernehme. Oh Gott. Mein Name ist Confucius. Und hier ist, was ich glaube. Ich glaube, wir sind alle eine große Familie. Das klingt doch eigentlich nicht schlecht. Flötennase. Versuchst du schon wieder, vor deiner Verantwortung abzuhauen? Hören wir doch erst mal, was er zu sagen hat.
Eine Familie, die von einer dreieckigen Murmel abstammt, die aus dem unendlichen Erdreich kommt. Okay. Ich glaube nicht an die Realität. Ich glaube, wir alle sind ausgedachte Figuren in einer unmöglichen Welt. Ich glaube, es gibt mindestens vier von mir, die hier irgendwo rumlaufen. Einer ist böse und ich bin mir nicht sicher, ob ich es bin. Ich habe es schon zweimal geschafft, eine Kakteen mit einem Wulluf zu kreuzen, damit diese länger Wasser speichern können. Meine erste Mission als euer neuer Herrscher wird es sein, eine Leiter zu erfinden, die das Rad ersetzt. Okay, stopp! Und wer bist du? Bin der rechtmäßige, Komm schon. Er ist der wahre König von Asposien. Gern geschehen. Jetzt musst du's nicht selbst sagen. Los jetzt, Junge. Schwing dein Hintern ans Pult und lass die Leute hören, was du zu sagen hast. Liebe Asposa, ich weiß, die letzten Jahre waren nicht einfach. Das waren sie für meine Familie auch nicht. Das muss ein Ende haben. Wir können uns nicht mehr hassen. Wir können uns nicht länger vor der Welt verstecken. Es wird Zeit, dass wir uns alle kennenlernen. Mein Name ist Okario Boe der Dritte. Und mein Vater war der König über die Flötennasen und die Windbrunnenwächter, bevor Conroy ihn ermordet hat. Wisst ihr was? Ihr solltet euch einfach selbst jemanden aussuchen, der euch regiert. Ich weiß, ich würde es mir gerne aussuchen. Was tust du denn da? Genau das Richtige. Ja, mal schön die Demokratie eingeführt. Bis ihr jemanden gefunden habt, den ihr gerne als Anführer hättet, kann ich das übernehmen. Was sagt ihr dazu? Ich nominiere meinen Nachbarn Henker. Der leiht mir immer seine Gießkanne. Der wäre bestimmt ein guter Herrscher. Ich nominiere mich. Warum? Ich wäre wirklich, wirklich gerne König von Asposien. Ich finde, das hört sich gut an. Er hat meine Stimme. Oh Gott, diese Vollidioten haben dich nicht verdient. Aber ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich bin stolz auf dich. Danke, aber dein Plan war besser. Wäre ich nicht so feige gewesen, hätte ich auf dich gehört. Du konntest ja nicht wissen, wie fanatisch Emil ist. Nicht so fanatisch wie ich. Niemand ist so fanatisch wie du. Oh. Ich bin auch stolz auf euch. Ja, die steht ja auf die. Danke. Du kannst jetzt loslassen? Libretta? Einen kleinen Moment noch. Na komm, Flötennase. Zeig mal, was du als König so drauf hast. Hat da irgendjemand gerade Geld fallen lassen? Jetzt verbeugen sie sich alle. Ja, und mit diesem süßen kleinen Phosphos, was hier die Credits einläutet, verabschiedet sich das Spiel The Inner World, der letzte Windmönch, ja, von der Bühne. Es war mal wieder ein sehr, sehr schönes Spiel. Osmodon ist auch wieder dabei. Nein, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch genauso wie mir. War wirklich ein sehr schönes Abenteuer. Ich hätte am liebsten noch ein paar Stunden mehr gespielt. Die Geschichte und die Charaktere sind einfach sehr lustig gezeichnet, sehr, sehr schön gemacht. Die Story war echt super toll. Ich kann es euch nur ans Herz legen, es auch einfach mal selber noch zu spielen. Auch wenn ihr es jetzt natürlich alle direkt bei mir gesehen habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch für die geschenkte Zeit, dass ihr euch die ganzen Folgen angeschaut habt, dass ihr dieses Spiel auf meinem Kanal verfolgt habt.
Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in einem weiteren Spiel, was jetzt irgendwann kommen sollte, auf meinem Kanal. Dass wir da auch so gerne mitschaut. Ja. Und mit diesem schönen Lied am Ende überlasse ich euch jetzt in die Credits. Ich weiß nicht, ob danach vielleicht noch was kommt, deswegen vielleicht einfach bis zum Ende schauen. Dann verpasst ihr auch nichts. Und ja, mit diesen Credits, ja, beenden wir jetzt dieses Spiel. Wie gesagt, ich kann nur wieder sagen, ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann in einem anderen Projekt bei mir. Bis dahin, auf Wiedersehen.